Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. Willkommen bei Fokus. Das Jahr neigt sich also dem Ende zu. Zeit zum Innehalten und auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken. Die Sendung Fokus bietet ja, allein schon dank ihres Untertitels Themen fürs Leben, oft sehr zeitlose Themen an. Denn das Leben bleibt vom Zeitgeist oder vom täglichen Gestoche in der Tagespolitik meist halbwegs unberührt. Die großen Themen des Lebens lassen sich durch aktuelle Ereignisse wenig beeindrucken oder gar verschieben. Andererseits spiegelt die Palette an Vorträgen, die die diversen Veranstalter übers Jahr so anbieten, Trends wider. Oder, was heuer neulich der Fall war, sie spiegelt die aktuellen Krisen in der Welt wider. Dann zeigen sich jene Problemstellungen, die die Menschen da wie dort heuer beschäftigt haben. Eben auch in einer Sendung wie Fokus. Allen voran die Klimakrise. In einer Sendung im April zeigte der gebürtige Vorarlberger Politikwissenschaftler Reinhard Steurer die Dramatik kurz und knapp auf. Wir haben in kürzester Zeit einen Temperaturanstieg, den es so in der Geschichte, der Messgeschichte, und die geht hunderttausende Jahre zurück mit Eisbohrkernen und so weiter, kann man das relativ deutlich messen. Das hat es so noch nie gegeben. Und die Geschwindigkeit der Veränderung ist das Problem, weil da haben Lebewesen im Grunde dann zwei, drei Möglichkeiten. Flüchten, sprich in kältere Gegenden flüchten, Tiere, Pflanzen. Sich anpassen ist in dem Fall aber eigentlich nicht mehr möglich, weil es viel zu schnell geht. Und die dritte Möglichkeit ist Aussterben. Und das sehen wir, deswegen haben wir ein Massensterben bei vielen Arten. Das ist das sechste größte Massensterben in der Erdgeschichte sozusagen. Und zu dem Aussterben könnte dann irgendwann auch die Zivilisation gehören. Zu dem komme ich gleich. Also es geht wirklich im Moment um alles. Und wir reden über Tempolimits und neue Autobahnen. Nur um das ein bisschen zu vergleichen. Ne? Viele Vorträge widmeten sich der Frage, wie man dieser Krise am besten beikommen kann. Der Wirtschaftswissenschaftler Nico Pech etwa schlägt sein Modell einer Postwachstumsökonomie vor. Die Wirtschaft müsse aufhören zu wachsen, der Konsument aufhören, übermäßig zu konsumieren. Stattdessen gelte es, Dinge wieder zu reparieren oder zu recyceln. Es gibt so viele empirische Befunde, die uns erkennen lassen, dass wir einfach entgleisen, dass also mitten im Wohlstand, vor allem in Mitteleuropa, aber auch in Amerika, die Anzahl der Menschen, die nicht mehr klarkommen, die in einer solchen Turbolader-Situation sind, die so reizüberflutet sind, die so überfordert sind, dass sie teilweise Orientierungsprobleme auch haben, dass diese Anzahl immer weiter wächst. Es scheint so etwas wie einen Sättigungspunkt zu geben, was also die Versorgung mit materiellen Gütern, Dienstleistungen, Technologien, etc., was das anbelangt. Das heißt also ganz losgelöst mal von der Notwendigkeit, unsere ökologische Mitwelt zu schützen, gibt es eben auch andere Befunde, die uns eigentlich eine Abkehr vom Wachstumsdogma nahelegen. An eine Trendumkehr durch grüne Technologien glaubt Nico Pech nicht. Die Zukunftsforscherin Susanne Eckes plädierte hingegen, bei den Kleinwalsertaler Dialogen mehr auf Bioengineering zu setzen. Ist es dann halt natürlich unschlau, 270.000 Bäume täglich für Hygieneprodukte umzuhauen. Während der eine sie gerade pflanzt, hauen wir sie um für Toilettenpapier. Dann gibt es solche Startups wie das hier, die sagen, Bambus wächst viel schneller, zieht mehr CO2. Lasst uns doch Klopapier in Zukunft aus Bambus machen. Ein Startup, das ein super Crowdfunding hingelegt hat. Das Thema Plastik und Algen, also gerade Algen, Pilze, das ist ein Riesenthema geworden, weil das unglaublich gute Stoffe sind. Sie ziehen wahnsinnig viel CO2 aus der Atmosphäre und sind super im Cradle-to-Cradle-Durchlauf wieder in die Natur, in den natürlichen Kreisläufe einzubringen. Und damit lässt sich wirklich alles herstellen und kann danach weggeworfen werden, ohne dass es noch 400 Jahre als Joghurtbecher irgendwo rumliegt. Ein lustiges Produkt, das eigentlich irgendwie so naheliegend ist, auch wieder, warum holzen wir so viele Bäume ab, um dann unsere toten Körper damit zu begraben, ist hier aus Pilzen hergestellter Sarg. Der hat das Versprechen, günstiger zu sein, der ist schnell wachsbar in einer bestimmten Form und verrottet unsere Körper, sagt man das so, baut unsere Körper schneller ab und neutralisiert die Giftstoffe, die wir in uns haben.
Also eine rundum gute Geschichte. Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Klimaaktivisten haben auch heuer für hitzige Debatten gesorgt. Viele Menschen reagierten immer ärgerlicher auf die sogenannten Klimakleber, die zuletzt sich nicht nur auf Straßen klebten, sondern sich dort sogar einbetonierten. Politikwissenschaftler Reinhard Steurer war einer der ersten Wissenschaftler in Österreich, der sich demonstrativ mit den Aktivisten öffentlich solidarisiert hatte. Das machte ihn auch bekannter. Sein Vortrag in Bregenz war vielleicht auch deswegen so gefragt. Wahrscheinlich waren 45 Minuten am Praterstern hinter der letzten Generation wichtiger, um den Saal zu füllen, als wie 25 Jahre Forschung an der Klimapolitik. Aber so ist es halt in der Medienlogik und in der Öffentlichkeit. Im Frühjahr lieferten sich Österreichs Starphilosoph Konrad Paul Liessmann und sein befreundeter Schriftsteller Michael Köhlmeier im Feldkircher Theater am Saumarkt einen wahren Schlagabtausch zu den Protestaktionen. Freilich auch etwas showmäßig. Erstens einmal, wenn du schreibst, dass jeder Protest ein totalitäres Moment in sich trägt. Ich glaube schon. Die Verabsolutierung. Ich glaube, dass jeder Protest zur Absolutierung neigt, ja. weil Protest von vornherein einen übermächtigen Gegner vor sich hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, das würde dir vielleicht gefallen, wenn sich diejenigen, die sich da am Montagmorgen auf den Straßen in Wien festkleben und den ganzen Verkehr aufhalten, wenn die sich in einer ganz bescheidenen Seitenstraße an die Wand ankleben würden, da wird kein Mensch in irgendeiner Weise von ihnen Notiz nehmen, oder? Jetzt erinnere ich dich an den Konrad Paul Liessmann als junger Mensch. Ich glaube, du warst einer, der dem Protest zugeneigt war. Gibst du das zu in der Öffentlichkeit? Das brauche ich zugeben, das ist Aktenkunde. Aha. Und ich wollte daran weiter anschließen. Ja, aber worauf ich hinaus will. Du bist ja geschult in Dialektik. Ist es nicht so, dass um überhaupt etwas, also die Überheblichkeit der Leute, die die Welt retten wollen, dass die Übertreibung notwendig ist, um überhaupt, also ich kann mich erinnern, Waldsterben, Diskussion im Fernsehen, Club 2. Kreuzer, damals Franz Kreuzer, Umweltminister, hat gesagt, wenn das so weitergeht, werden wir im 90er Jahren keinen einzigen Baum mehr stehen sehen. Das war natürlich weit übertrieben. Hätte er nicht so übertrieben oder er stellvertretend für alle anderen, hätte man all das gemacht, was man gemacht hat, um das Waldsterben einzudämmen. Und das Gleiche gilt für die Klimakatastrophe. Ist es nicht notwendig, für die Protestierenden zu überziehen? Also wir alten weißen Männern sagen, ja, seid ruhig und bleibt im Mittelfeld. Aber die Jungen, die überziehen halt. Weil das ist ihre Art des Protestes. Ist das nicht notwendig, damit überhaupt sowas wie ein Mittelmaß zustande kommt? Nicht alle. Und keine Standing Ovations, gell? Also. Ja. Ja, das ist die Standardargumentation für überzogene Proteste. Und man übersieht dabei, dass dann diese überzogenen Proteste eben tatsächlich die Tendenz haben, in radikale und totalitäre Momente umzuschlagen. Ja? Und das kann man dann nachträglich rechtfertigen dadurch. Ja? Weil du mich auf meine Jugend angesprochen hast. Auf unsere, ich auch, ich ja genauso. Ich muss ehrlich sagen, ja, ich war Teil dieser Jugendprotestbewegung und ich bin glücklich, dass unsere Proteste nicht erfolgreich waren. Denn wären wir erfolgreich gewesen, hätte es ein Blutbad gegeben. Wir haben schon die Listen gehabt, wer nach der erfolgreichen Revolution erschossen werden muss. Das ist jetzt kein Witz. Das heißt, gerade weil ich Teil dieser Protestbewegung war, weiß ich, was das bedeutet. Und dass es gut ist. Ja? Natürlich ist es gut, wenn man dann sozusagen Diskurse anfacht. Aber der Unterschied zu den 68er Jugendbewegungen oder linken Bewegungen war doch derjenige, dass wir uns gefühlt haben, tatsächlich einer übermächtigen Macht gegenüber, die nur das Falsche macht. Ja? Und wir kleinen, einsamen, linken Studenten müssen jetzt die Welt retten. Ja? Während beim Klima vom
UNO-Generalsekretär abwärts, predigen alle die Klimakatastrophe. Was will man mit einem Protest noch, oder wen will ich mit einem Protest noch erreichen, wenn sozusagen durchgängig das Bewusstsein da ist, dass wir ein Problem haben? Das leugnet ja niemand mehr. Oh. Ich erinnere dich an das, was du über die Lüge gesagt hast am Anfang, oder? Die können ja auch lügen. Die lügen ja uns vielleicht eventuell, wenn ich jetzt die Position einnehme, die lügen uns ja vor, dass sie was tun. Diese Klebedemonstranten rennen offene Türen ein. Und das hat aber nur den einzigen Effekt, dass wir, wenn wieder so eine Aktion war, wir über alles Mögliche reden, nur nicht über das Klima. Ich kenne keinen Terroristen, von der RAF angefangen bis zu den Dschihadisten der Gegenwart, die nicht sofort sagen können, was das höhere Ziel ist, das alles rechtfertigt. Und wer ist es, der dann darüber befindet, höhere Ziele haben alle, aber meins ist das Richtige und alle anderen sind falsch. Ja? Warum ist das Leben in einem Gottesstaat ein weniger zu wertendes höheres Ziel als das Leben auf einer Erde, wo es nur 1,5 Grad Erderwärmung geht? Warum? Ich gehe jetzt eben. Applaus bitte. Ja. Wir sind hier in einem Theater. Ich schaue jetzt ein bisschen runter. Es ist kein höheres Ziel, auf der Autobahn 100 zu fahren. Nein, eben nicht. Aber wenn ich jemand bin von diesen jungen Menschen, die da bereit sind, jetzt sich da hinzukleben und sowas, und zugegebenerweise, die bereit sind zum Radikalismus und vielleicht ohne zu wissen, dass im Kern dieses Radikalismus genauso der Terrorismus stecken kann. Das merkt man ja vielleicht erst hinterher. Ich nehme jetzt an, diese jungen Leute, die sich da ankleben, und da zitiere ich nochmal unseren Bundespräsidenten, Klebstoff ist kein Sprengstoff. Ja? Aber die meinen, sie tun was Gutes und so weiter. Wenn die merken, dass alle reden sie vom Klima, aber es ist niemand bereit, wenigstens zu sagen, dass wir 100 auf der Autobahn fahren, was ja wirklich niemanden irgendwie schaden würde, wo man weiß, es gibt weniger Unfälle, weniger Ausstoß, alles Mögliche. Es gibt kein Argument, was dagegen spricht, dass wir 100 auf der Autobahn fahren. Und wenn diese jungen Leute sehen, nicht einmal diesbezüglich sind sie bereit, irgendwie Einschränkungen zu nennen. Aber sie haben alle im Mund, natürlich, ich kann sagen, ich bin auch für den Klima und so weiter, aber ich bin nicht dafür, dass nur 100 gefahren wird. Das stimmt. Letzte Runde zum Klimathema. Da stimmt einiges nicht. Ja? Tempo 100 auf der Autobahn passt einfach nicht zu der Katastrophenrhetorik. Ja, man könnte genauso umgekehrt sagen, ob wir zu 100 oder 130 fahren. Ja, ist für das Weltklima vollkommen egal. Das heißt nicht, dass ich nicht für... Die Ernsthaftigkeit nimmt Schaden, wenn sie sich an falschen Elementen entzündet. Was die Klimaaktivisten wollen, und das finde ich das Gefährliche, sie wollen unter Umgehung rechtsstaatlicher parlamentarischer Prozesse Regierungen erpressen. Das will jeder auch Protest. Ja, schon, aber... Jeder außerparlamentarische Protest will das. Und deswegen ist auch in einer funktionierenden Demokratie ist deshalb jeder außerparlamentarische Protest prinzipiell problematisch, weil er prinzipiell die Demokratie in Frage stellt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man kann eines nicht klagen. Man kann nicht auf der einen Seite darüber klagen, dass die Demokratie zusehends in eine Krise gerät und entwertet wird, und auf der anderen Seite alles akklamieren, was genau dazu führt, dass wir das Vertrauen in demokratische Prozesse verloren haben. Auch bei den heurigen Tagen der Utopie drehten sich viele Diskussionen um die Klimakrise und um die Frage, wie man ihr noch beikommen kann. Dabei kam ein weiteres Thema ins Spiel, das heuer extrem schnell an Bedeutung dazugewonnen hat. Die künstliche Intelligenz. Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsexperte Tilman Santarius von der TU Berlin sieht eines dabei skeptisch, dass man durch die neue Technologie mehr Zeit für sich gewinnen könnte. Vorsicht, das Gegenteil kann der Fall sein. Künstliche Intelligenz ist die Utopie oder die Vision einer Welt, in der Arbeit durch Maschinen automatisiert erledigt wird und die Menschen mehr Freizeit und mehr Freiheit haben, Dinge anders zu machen. Ja, haben wir denn wirklich mehr Freizeit? Oder wird die Arbeit
tatsächlich signifikant anders verteilt, sodass wir mehr Freiheit haben, unsere Zeit einzuteilen. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die ich mir auch empirisch angeguckt habe in einer Studie über viele Jahre und letztendlich dann auch in einer repräsentativen Befragung in Deutschland. Wir haben versucht, den Zusammenhang zwischen dem Grad der Digitalisierung und der Zeitverwendung und letztendlich der Beschleunigung des Lebenstempos empirisch zu untersuchen. Und das war ganz spannend, weil wir mussten erstmal eine Theorie aufbereiten. Was bedeutet denn überhaupt Beschleunigung des Lebenstempos? Da haben wir auch bei Hartmut Rosa gewildert, ein berühmter Beschleunigungstheoretiker, Soziologe, und haben da vier Wege identifiziert, oder Rosa hat die identifiziert, wir haben die genommen, vier Wege, wie die Beschleunigung des Lebenstempos stattfindet. Das ist erstens Dinge schneller machen, schneller ausführen. Zweitens Multitasking, also mehrere Dinge parallel machen. Drittens Wartezeiten füllen, Transferzeiten mit produktiven Tätigkeiten füllen, also wo man vorher nichts gemacht hat, dann plötzlich was tun. Und viertens ein Ersetzen von zeitintensiven durch zeitsparende Praktiken. Und für all diese vier Wege der Beschleunigung des Lebenstempos gibt es jede Menge digitale Tools, die genau darauf abzielen, und können wir auch beobachten, dass die Praktiken, die im Umgang mit digitalen Tools angewendet werden, auch tatsächlich in diese Richtung gehen. Wir konnten eben erkennen, dass die Menschen, die stärker digitalisiert sind, die mehr Zeit online verbringen, die mehr Apps verwenden, um Zeit zu sparen oder auch nicht, die stärker vernetzt sind und mehr Geld ausgeben für digitale Geräte. Also wir haben eine Vielzahl von Indikatoren untersucht, wie man Digitalisierungsgrad im Alltag bei uns Menschen messen kann. Und da kam dann raus, dass tatsächlich Menschen, die stärker digitalisiert sind, auch wirklich mehr dieser vier Wege der Beschleunigung praktizieren, Digitalisierung vor allen Dingen nutzen, um Multitasking voranzutreiben, um noch mehr Multitasking zu machen oder um Pausen und Wartezeiten zu füllen. Ich meine, das können wir uns immer angucken, ständig an Bushaltestellen, im Wartezimmer beim Arzt, in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie da die Pausenzeiten gefüllt werden mit digitalen Tools, und das nimmt auch zu. Und wir konnten auch zeigen, dass es sogenannte Zeit-Rebound-Effekte gibt. Also, dass die Menschen, die mit Digitalisierung zeiteffizienter operieren, dann nicht etwa mehr Zeit haben, sondern mehr Aktivitäten im Kalender haben. Es findet wirklich nicht nur eine Beschleunigung des Lebenstempos, sondern eine objektive Beschleunigung statt. Es sind dann mehr Aktivitäten pro Tag, die ausgeführt werden. Und das Ganze auch bei erhöhtem Stresslevel, der Digitalisierungsgrad und die Anzahl an Aktivitäten, das korreliert stark mit dem berichteten, mit dem empfundenen Zeitstress. En gros, im Schnitt verstärkt es den Stress, und insofern ist das auch diese Utopie, digitale Tools, gar künstliche Intelligenz dann in Zukunft, könne zu mehr Freizeit oder Muße oder sinnstiftenden Tätigkeiten oder Nichtstun führen, steht auf sehr dünnem Eis. Ich glaube, ein Stichwort ist hier Digital Detox. Immer mal abschalten. Weniger ist mehr. Weniger Kontakte mit Tausenden von Menschen über Social Media bedeutet mehr Tiefe im Kontakt mit Einzelnen. Weniger Multitasking führt zu mehr Resonanz, mehr Zufriedenheit mit einzelnen Tätigkeiten. Aber das ist nicht das Einzige. Ich glaube, es müssen sich nicht nur die mentalen Infrastrukturen, sondern auch die Praktiken konkret ändern. Wir brauchen andere Arbeitszeitmodelle, mehr Teilzeit, Aufwertung von Care- und Sorgearbeit. Das sind alles Bereiche, wo Digitalisierung noch eine geringere Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie das mit Pflegerobotern in der Zukunft so ist, aber momentan ist es noch so. Ja, und ich glaube, auch die Anreizstrukturen im System müssen verändert werden. Wir müssten die digitalen technologischen Fortschritte viel stärker in Richtung Ressourcen- und Energieeinsparung schieben und weniger in Richtung Zeiteinsparung, weil die Logik eben, über die Zeiteinsparung mehr Zeit zur Verfügung zu haben, die geht nicht auf, wie ich ja hoffentlich deutlich gemacht habe. Da wurde gerade das Beispiel von Pflegerobotern gebracht. Auch dazu hatte ich in Fokus eine Expertin.
Frau Professor Sabine Köschegi von der Technischen Universität Wien sprach im August über Chancen und Risiken durch künstliche Intelligenz und Roboter. Sie leitet auch ein Projekt zum Thema Pflegerobotik. Pflegeroboter wurden entwickelt, um das Pflegesystem zu entlasten und um älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und ich darf Ihnen vorstellen, ein Projekt, und um Ihnen die Komplexität auch zeigen, das ist Caring Robots, das Projekt, das ich leiten darf und das die TU Wien gemeinsam mit der Plus-Universität in Salzburg und mit unserem Partner der Caritas in Wien und dem Technischen Museum durchführen darf. Das heißt, wir haben die Caritas als Partner, wir haben Pflegeheime als Partner in unserer Forschung, wir haben Pflegekräfte, wir haben zupflegende Personen, wir haben Heimleiterinnen und Leiter, wir haben Angehörigenvertretungen etc., alle Stakeholder in einem Pflegeprozess. Dann gibt es unterschiedliche Erwartungen an robotische Technologie. Die Pflegekräfte erwarten sich Unterstützung durch diese Technologie. Die zu pflegenden Personen erwarten sich eigentlich eine robotische Technologie, die ihre eigene Autonomie und ihre Lebensqualität erhöht. Ja? Pflegeinstitutionen sehen natürlich ihre Verantwortung für die Fürsorge im Vordergrund. Und dieser unterschiedlichen Werte, und das ist jetzt die Krux, die sind nicht immer gut vereinbar. Die stehen oft im Widerspruch zueinander. Manchmal ist es notwendig, zum Beispiel die Autonomie einer demenzkranken Person einzuschränken, um sie zu schützen. Ja? Da ist sozusagen, wird die Fürsorge gewichtiger gehandhabt als die Autonomie. Gleichzeitig zum Beispiel werden Sie erleben, wenn Sie in einem Pflegeheim sind, wenn eine Person nicht essen will, wird sie nicht gezwungen, auch wenn diese Person schon ein, zwei oder drei Tage nicht gegessen hat. Da sozusagen überwiegt das Interesse, die Autonomie der Person sicherzustellen. Ja, und erst sehr spät würde man dann tatsächlich diese wieder einschränken. Und wenn Sie da diese Komplexität jetzt von widerstrebenden Werten, von, die an diesem Prozess und an den Erwartungen der Technologie auch Beteiligten anschauen, dann wird es sehr deutlich, wie wichtig es ist, die Stakeholder in der Entwicklung von robotischer Pflegetechnologie einzubinden, damit die Technologieakzeptanz hoch ist, damit es wirklich eine hilfreiche Technologie ist. Und gleichzeitig ist es ein schwieriger Ausgleich an Interessen der unterschiedlichen Stakeholder. Das heißt, mangelnde Berücksichtigung von Stakeholder-Interessen führt tatsächlich eben zu diesen falschen und überzogenen Erwartungen, zur mangelnden Performance von diesen Systemen und zur niedrigen Technologieakzeptanz. Und es braucht daher unbedingt Transparenz über das Systemdesign und über die Zielsetzung, die Erklärbarkeit dieser Systeme, auch zum Beispiel für NutzerInnen, die, wenn sie an demente Personen denken, die eben eingeschränkt in ihren kognitiven Fähigkeiten sind. Es braucht die Berücksichtigung gesellschaftlicher Zielsetzungen und Werte und es braucht eben auch diese Verhandlung von Interessenskonflikten zwischen den Stakeholdern an so einem Prozess. Frau Professor Köschegi hat übrigens am weltweit allerersten Reglement zur ethischen Nutzung von künstlicher Intelligenz mitgearbeitet, an den Ethikrichtlinien der Europäischen Kommission. Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben mit Georg Fabian. In Fokus werfen auch wir heute einen Blick zurück auf 2023. Auch dieses Jahr war geprägt von Kriegen, zuletzt vom Konflikt im Nahen Osten und immer noch, auch wenn der nun etwas in den medialen Hintergrund gedrängt wurde, vom Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Das Montagsforum in Dornbirn hat dazu eine ganz interessante Frau eingeladen, die russische Historikerin Irina Scherbakowa. Die von ihr gegründete Menschenrechtsorganisation Memorial hat im Dezember 2022 den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Dr. Scherbakowa kämpft gegen Russlands Staatschef Wladimir Putin und dessen Regime an.
Sie spricht von einem Monster. Wenn ich die aktuelle Ideologie und Politik betrachte, sehe ich eine Chimäre von mir. Wenn Sie sich erinnern, ist das ein griechisches mythisches Tier, das aus Teilen der Ihnen bekannten Tiere besteht, mit einem Schlangenschwanz, einem Löwenkopf und einem Ziegenkörper. Wie in der Chimäre sind alle Teile erkennbar. Nationalismus, imperialer Komplex, Krieg mit genozidalen Merkmalen. Aber insgesamt ist das ein neues, ziemlich beispielloses Monster. Und dann war da die Teuerung. Ein Top-Thema 2023. Mit zunehmender Fahrt da wurden und werden immer mehr Menschen in die Armut gedrängt. Viele haben vor allem Probleme, sich noch ein Dach über dem Kopf zu leisten. Zum 70-Jahr-Jubiläum der Sozialeinrichtung Kaplan Bonetti in Dornbirn war Soziologe Reimer Gronemeyer von der Universität Gießen geladen. Er sollte über Menschen am Rande der Gesellschaft sprechen. Doch er gab zu bedenken, dass wir im reichen Westen eigentlich eine Minderheit sind und dass daher wir am Rande der Gesellschaft stehen. Den räuberischen Lebensstil beschrieb er mit einem Märchen. Ich möchte beginnen damit, dass ich Sie an die Bremer Stadtmusikanten erinnern. Alle kennen das Märchen wahrscheinlich, aber ich habe einen Aspekt darin entdeckt, den ich denke, der für diese Veranstaltung wichtig ist. Ich rufe das in Erinnerung. Sie wissen, der Hund, der totgeschlagen werden soll, der Esel, der kein Futter mehr bekommt, die Katze, die ersäuft werden soll und der Hahn, der im Suppentopf enden soll, machen sich auf unter der Devise, was Besseres als den Tod finden wir überall, und machen sich auf durch den Wald nach Bremen. Und mitten im Wald treffen sie auf ein Haus, das erleuchtet ist und wo sie durch die Fenster schauen und sehen gedeckte Tische eine wärmende Heizungsquelle. Und sie sagen sich, also hier wohnen Räuber. Und dann türmen sie sich aufeinander und stimmen ein großes Geschrei an und schlagen auf diese Weise die Räuber in die Flucht. Eugen Drewermann hat darauf aufmerksam gemacht, dass es einen interessanten Aspekt gibt in diesem Märchen, nämlich es steht nirgendwo, warum das eigentlich Räuber sein sollen. Und er hat dann gesagt, naja, das ist so, für die, die da vor dem Haus stehen und die Fenster gucken, sind alle, die in einem Haus wohnen, Räuber. Und ich glaube, dass das vielleicht, sagen wir mal, das heimliche Motto dessen, was ich zu sagen versuche, sein kann. Jeder heute unter uns, also alle, die hier im Zelt sind, sind davon natürlich ausgenommen, aber der in einem Haus wohnt, ist ein Räuber. Es geht nur auf der Basis räuberischer Existenzen. Also der Frankfurter Soziologe hat das die imperiale Lebensweise genannt. Also eine Lebensweise, die darauf ruht, dass wir von der Ausräuberung der Welt leben, die unseren Reichtum erst erlaubt und ermöglicht. Und insofern haben diese vier Bremer Stadtmusikanten natürlich irgendwo eine Frage gestellt, ob wir, die wir wahrscheinlich ziemlich ausnahmslos in Häusern wohnen, nicht notwendigerweise alle Räuber sind. Und insofern wäre mein Vorschlag, diesen Titel meiner Worte, Menschen am Rande der Gesellschaft, umzudrehen, und uns darüber klar zu werden, dass wir, ich sage jetzt mal nicht die Räuber, aber wir, die Reichen, eigentlich der Rand sind. Wenn Sie auf die Weltgesellschaft schauen, auf die 8 Milliarden, oder sind es schon 9, oder sind es noch 7, dann sind 80% dieser Menschen in einer Situation, die wir eigentlich als obdachlos bezeichnen würden. Ich komme, wie gesagt, gerade aus Namibia, Katutura, dieser Stadtteil mit 400.000 Menschen, der nur aus Blech- und Papphütten besteht, ist aus unserer Sicht ein Ort der Obdachlosigkeit natürlich.
100 Millionen Menschen sind inzwischen infolge des Klimawandels, Dürre, Überflutung, als Flüchtlinge unterwegs. Sie sind alle obdachlos. Und von da mal sagen, kann man sagen, das ist überhaupt nicht der Rand der Gesellschaft, zumindest nicht der Rand der globalen Gesellschaft. Der Rand sind wir. Wir diese 3, 4, 5%, die einen Lebensstil sich angewöhnt haben, der nicht demokratisierbar ist. Und insofern sind wir ein Rand der Gesellschaft, der Weltgesellschaft und ein Rand, der mit seiner imperialen Lebensweise, mit unserem Lebensstil dabei ist, den Planet zu entzünden und ihn für unsere Nachkommen unbewohnbar zu machen. Ich glaube, es ist zunächst mal ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass wir daran sind. Und dass die gewohnte Betrachtung, wir sind sozusagen die Reichen, die gut ausgestatteten, wir wenden uns jetzt den Entwicklungsbedürftigen zu und versuchen sie zu uns heraufzuziehen, einfach der falsche Dampfer ist. So wird es nicht sein, so wird es nicht gehen. Angesichts der vielen Krisen machte sich beim Philosophikum in Lech im September ein bisschen eine Art Weltuntergangsstimmung in den diversen Vorträgen breit. Dabei lautete das Motto doch eigentlich so positiv klingend: Alles wird gut, zur Dialektik der Hoffnung. Doch kaum jemand wollte sich dort einer naiven Hoffnung hingeben, gleiche diese doch einem frommen Wunsch ans Christkind. Soziologe Harald Welzer sprach gar von der Hoffnung als Falle. Und er erklärte dies unter anderem mit einem sehr anschaulichen, aber brutalen Beispiel der Geschichte. Die Hoffnung als Falle gibt es an einer historischen Stelle, es gibt es an sehr, sehr vielen historischen Stellen, aber an einer historischen Stelle besonders prägnant. Und das ist die Vernichtung der europäischen Juden. Also völlig anderes Thema. Wenn man sich mit diesem Phänomen beschäftigt und sich die Frage stellt, wie ist das überhaupt möglich gewesen, dass so eine unfassbar große Zahl von Menschen vernichtet werden konnte, zunächst definiert werden konnte, dann über eine Fülle von Maßnahmen aus der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen werden konnte, Objekt eines gigantischen Verfolgungsapparates werden konnte und dann Objekt eines Vernichtungsapparates werden konnten. Das ist ja überhaupt erstmal von vornherein nicht erklärlich. Warum? Also nicht nur von Seiten der Täter und einer Mehrheitsgesellschaft, die sich zunehmend daran gewöhnt, das für normal zu halten, dass mit Menschen so umgegangen wird. Nein, auch von Seiten der Opfer. Weil man muss ja irgendwie die Bedrohung interpretieren. Und Raoul Hilberg, der wichtigste Erforscher des Holocaust und mein wichtigster Lehrer, wenn man so will, beschreibt und hat sehr früh und hat dafür viel Kritik geerntet, auch gerade von der jüdischen Community, beschrieben, was das Problem gewesen ist, nämlich Hoffnung. Ja? Also ich zitiere aus seinem Buch Täter, Opfer, Zuschauer: Während der ersten 5 Jahre betrachteten viele Juden die Herrschaft Adolf Hitlers als kurzlebiges Phänomen, das man durchstehen müsse, oder als einen Rückschlag, auf den man sich einstellen konnte, schlimmstenfalls als Bedrohung, die einen zwar persönlich einengte, aber immer noch erträglicher als die Fernisse des Exils. Weil sie wissen alle, dass der geringere Teil ins Exil gegangen ist und die anderen diesen Prozess der kumulativen Radikalisierung des Ausgrenzungs- und Vernichtungsprozesses vorgezogen haben, aus psychologischen Gründen, hoffnungsbasiert. Und eine Ursache dafür ist Erfahrung, historische Erfahrung. Auch das schreibt Hilberg in seinem monumentalen Werk Die Vernichtung der europäischen Juden, dass das Problem gewesen ist, 2000 Jahre Verfolgungserfahrung. 2000 Jahre Verfolgungserfahrung, und ich zitiere Ihnen auch das, was das Ergebnis war.
Die Juden versuchten, die Deutschen zu zähmen, wie man ein wildes Tier zähmt. Sie vermieden Provokationen in Anführung und fügten sich unverzüglich allen Anordnungen und Befehlen. Sie hofften darauf, dass der deutsche Ansturm sich schon widerlegen werde. Diese Hoffnung beruhte auf einer 2000-jährigen Erfahrung. Im Exil waren die Juden stets eine Minderheit gewesen. Sie hatten immer in Gefahr gelebt. Doch sie hatten gelernt, dass sie durch Beschwichtigung und Besänftigung ihrer Feinde die Gefahr abwenden und die Vernichtung überleben konnten. So hatten die Juden in Jahrhunderten gelernt, dass sie, um zu überleben, auf jeglichen Widerstand zu verzichten hatten. Immer und immer wieder wurden sie angegriffen, sie überstanden Kreuzzüge, Kosakenüberfälle, zaristische Verfolgung. Es gab in jenen Krisenzeiten zahlreiche Verluste, doch immer wieder erhob sich die jüdische Gemeinde wie ein Fels aus der zurücktretenden Flut. Die Juden wurden niemals wirklich ausgelöscht. Nachdem sie das Unheil durchstanden hatten, verkündeten die Überlebenden jedes Mal, gleichsam als Bestätigung ihrer Strategie, die triumphierende Lösung, das jüdische Volk lebt. Diese Erfahrung war derart im jüdischen Bewusstsein verwurzelt, dass sie den Charakter eines Gesetzes annahm. Das jüdische Volk konnte nicht vernichtet werden. Und dann beschreibt Hilberg weiter, wie diese historische Erfahrung erstens die Hoffnung generiert, man habe es mit demselben zu tun, nämlich einem temporären Verfolgungsereignis, das man mit den tradierten Strategien bewältigen kann, aber dann viel, viel schlimmer, dass sozusagen auch diese Strategie durchgehalten wird, obwohl der ganz konkrete Vernichtungs- und Verfolgungsprozess immer, immer manifester wird. Und auch da, das war mir eigentlich dann zu hart. Ich hatte erst gedacht, ich zeige Ihnen hier ein Zitat, den Hilberg als Überschrift in seinem Opferkapitel verwendet hat. Und dieses Zitat lautet: Ich habe sie doch immer gut rasiert. Und das sagt ein jüdischer Friseur in einem in der Öffentlichkeit kaum bekannten Lager, das Arbeitslager Chortkov. Das wird geräumt und die Insassen werden umgebracht. Und Manja Hirschlechter, der Friseur, hat halt gedacht, dass wenn er den Kommandanten gut rasiert, dann kommt man schon durch. Ja, aber was erweist sich als Irrtum bei der ganzen Geschichte? Dass das Ereignis, mit dem man zu tun hat, ein qualitativ anderes ist als alle diese Ereignisse 2000 Jahre vorher. Weil niemand damit hat rechnen können, dass diese Gesellschaft, diese hochmoderne mitteleuropäische Kulturgesellschaft, tatsächlich auf die Idee kommt, die Menschen zu vernichten. Und zwar mit dem Anspruch, alle, ausnahmslos alle. Und in dem Augenblick, wo Menschen, wo Gruppen, wo Gesellschaften, wo Kulturen konfrontiert sind mit Erstmaligkeitsereignissen, der Soziologe Arnold Gehlen spricht von Konsequenzerstmaligkeiten. Es gibt in der Geschichte Erstmaligkeiten, etwas, was vorher noch nicht vorgekommen ist. Und dann ist sowohl Hoffnung als auch Erfahrung eine totale Falle, weil man natürlich versucht, dieses Ereignis so zu adressieren, wie man es von vorangegangenen Ereignissen kannte, was hilfreich gewesen ist, aber was im Angesicht der Konsequenzerstmaligkeit einfach nicht mehr funktioniert. Und dann macht man ziemlich viel falsch. Der in Wien lebende Ökonom Fred Lux wollte dann doch eine Lanze für die Hoffnung brechen. Er plädierte dafür, mutiger zu hoffen. Ich würde gerne daran erinnern, dass wir auch zu wenig hoffen können. Ich meine, wir können uns nachher darüber streiten. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, dass man zu wenig an Wunder glaubt oder zu wenig an Veränderungsmöglichkeiten glaubt. Und das ist das erste Element sozusagen einer nicht naiven Hoffnung. Also einfach nicht zu wenig hoffen, sondern vielleicht sich die Geschichte anschauen und sich beeindrucken lassen von den Wundern, die es gegeben hat oder wie immer man das dann nennen will. Und dann zu sagen, viele Dinge sind möglich, auch wenn ich sie mir nicht vorstellen kann. Und das ist vielleicht ein Grund zur Hoffnung. Fred Lux sagte also sogar, man könne mehr an Wunder glauben. Wenn man sich die ökologische Frage anschaut, insbesondere als Teil der Nachhaltigkeit, könnte man sagen, nur ein Wunder kann uns retten. Und ich werde jetzt argumentieren, dass es gibt Wunder. Es gibt tatsächlich Wunder. Ein Beispiel in meinem Buch über Hoffnung ist, dass 7:1 in Belo Horizonte 2014 Deutschland gegen Brasilien. Das war wirklich ein Wunder. Aber ich bin natürlich nicht blöd, ich bin in Österreich. Also
Cordoba 1978. 88. Minute, ich werd narrisch, gell? Ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut. Es ist wirklich ein Gänsehautmoment. Selbst als Piefke kann man das unglaublich finden. Ich werd narrisch. Und was ist da passiert? Das Wunder von Cordoba. Und was ich sagen will ist, erstens, es gibt Wunder. Aber der Punkt ist, man muss dafür arbeiten. Man muss für die Wunder arbeiten. Ich gehe davon aus, dass die österreichische Nationalmannschaft, also Prohaska und Krankl und Petzai und all die anderen, Sie merken, ich bin wirklich ein alter Mann, also dass ich mich so gut an die Mannschaftsausstellung erinnern kann. Die haben dafür gearbeitet, die werden sich vorbereitet haben. Und Deutschland gegen Brasilien, die werden auch dafür gearbeitet haben. Das ist jetzt ein bisschen ein populäres Beispiel. Ich komme jetzt mit etwas ernsteren Beispielen. Und was man dort sehen kann aus meiner Sicht ist, es gibt Wunder. Also was ist ein Wunder? Ein Wunder ist, wenn man sich wundert. Wenn etwas passiert, was absolut ausgeschlossen zu sein scheint und dann doch passiert. Zwei Beispiele, die immer wieder zitiert werden in der Transformationsliteratur. Abschaffung der Sklaverei, Einführung des Frauenwahlrechts. Das waren soziale Praktiken, die zu ihrer Zeit als völlig normal galten, wo man sich heute fragen kann das sein? Aber es kann sein. Und dort haben Menschen dafür gekämpft, dass sich das ändert. Manche sind dafür in den Knast gegangen, in den Häfen. Manche sind dabei gestorben. Also sind Opfer gebracht worden. Es ist Engagement passiert, damit diese Wunder passieren. Und ein anderes Beispiel, 1989 die deutsche Wiedervereinigung, auch dort war es so, dass nach meiner Kenntnis 1988 kein Geheimdienst, keine Volkswirtin, kein Soziologe irgendwie auch nur annähernd darauf hingewiesen hat, vielleicht endet die deutsche Teilung. Es ist ein Wunder passiert. Und wer sagt uns, dass das nicht auch bei der Nicht-Nachhaltigkeit und bei der Nachhaltigkeit passieren könnte? Und der Witz ist aber, und das will ich betonen, die Hoffnung kann man nur haben, wenn man dafür arbeitet. Umgekehrt, man arbeitet wohl nur dafür, wenn man die Hoffnung hat. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Fokus hat heuer also in diversen Vorträgen auch diverse Themen der Zeit wiedergegeben. Leider darunter sehr viele Krisen. Fokus wäre aber nicht Fokus, wenn die Sendung nicht trotzdem das Leben an sich in den Vordergrund rückt. Zuletzt hat das etwa die Berliner Philosophin Nathalie Knapp Anfang Dezember getan. Ja, man muss in so großen Krisen einen langen Atem behalten. Und das bedeutet, dass man sich nicht 18 Stunden am Tag mit Krisen beschäftigen kann. Man beschäftigt sich eine gewisse Zeit des Tages oder der Woche damit und dann sind auch wieder andere Dinge dran. Und das kann man nur, wenn man weiß und sich immer wieder klar macht, dass in Krisenzeiten das gute Leben nicht nachher stattfindet. Wir glauben ja immer, wir lösen erstmal alle Probleme und dann entspannen wir uns. Und das geht einfach nicht mehr, wenn die Probleme Jahrhunderte dauern. Da muss man begreifen, dass das alles immer gleichzeitig stattfindet. Es ist, während die Welt unterzugehen scheint, gibt es an jedem Tag Momente, in denen alles gut ist. Und zwar nicht, weil wir verdrängen, was da draußen stattfindet, sondern weil wirklich alles gut ist. Wenn wir jetzt hier zusammensitzen, wenn wir diese zwei Tage hier zusammen verbringen, dann ist alles gut. Wenn ich mich abends unter meine Decke kuschel und nichts mehr zu tun ist, dann ist alles gut. Wenn wir zusammen essen, wenn wir zusammen singen, wenn wir zusammen spielen, dann ist alles gut. Nicht, weil wir unsere Probleme verdrängen, sondern weil in diesen Momenten wirklich alles gut ist, auch inmitten der größten Krisen. Und das hat mich sehr bewegt. Beispielsweise bei den Demonstrationen im Iran zu sehen, wie die Menschen zusammen ihr Lied gesungen haben. Und wie man auf diesen Videos sehen konnte, dass in diesen Momenten für diese Menschen, die da ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben auf der Straße, wirklich alles gut war. Das waren lebenswerte Momente, die die da zusammen erlebt haben. Und darum geht es im Beben, nicht um das, was am Ende dabei rauskommt. Und diese Haltung, sich zu eigen zu machen, halte ich für zentral, um auch inmitten all dieser Krisen, die wir jetzt erleben und die wir in den nächsten 150 Jahren erleben werden, trotzdem ein gutes Leben zu haben. Deshalb ist auch diese Frage,
ob es Sinn ergibt, Kinder in so eine Welt zu setzen, völlig absurd, weil das gute Leben sich nicht daraus speist, dass wir keine Probleme haben. Das Leben ist kein Problem, das gelöst werden muss. Das Leben ist einfach Leben. Und es ist in jedem Moment möglich, dass Leben gut wird. Das hängt eben vom jeweiligen Moment und unserer Haltung in diesem Moment ab. Der eigentliche Wert des Lebens wird in der Leistungsgesellschaft oft vergessen. Was das Leben ausmacht, was es lebenswert macht, das hat auch die Philosophin Barbara Schmitz von der Uni Basel im Sommer verdeutlicht. In ihrer philosophischen Reflexion ging Barbara Schmitz von ihrem eigenen biografischen Erleben aus. Sie hat eine Tochter mit einer geistigen Behinderung. Und als Letztes erzähle ich Ihnen darum jetzt noch eine Geschichte von meiner Tochter Carlotta, die heute schon groß ist, also sie ist 23 Jahre alt und liebt Tiere und tanzt sehr gern. Und ich habe ja vorhin ganz zu Beginn auch erwähnt, dass ich auch von Suizid in der Familie betroffen war. Meine Schwester hat sich, die war Krankenschwester in Hamburg und hat sich mit 37 Jahren das Leben genommen und meine Schwester stand mir sehr, sehr nah. Carlotta war zu dem Zeitpunkt 7 Jahre alt. Und für sie war das natürlich besonders schwer, diesen Tod ihrer Tante zu verstehen. Als meine Schwester ein paar Wochen tot war, habe ich noch mal versucht, das Carlotta zu erklären. Und ich habe gesagt, weißt du, Carlotta, Ulla wollte nicht mehr leben. Und Carlotta hat mich damals groß angeguckt und fragend und hat dann nachgedacht. Und dann hat sie zu mir gesagt, ganz ernst, aber Mama, du und ich, wir wollen leben. Ja, habe ich gesagt, du und ich, wir wollen leben. Dann hat sie wieder das Gesicht ganz angestrengt und hat geschwiegen und dann nach einer Pause hat sie mich wieder ganz direkt angeguckt und hat gesagt, Mama, hat sie gesagt, Mama, warum willst du leben? Und Carlotta hatte gerade zu der Zeit erst angefangen, überhaupt so Warum-Fragen zu stellen und jetzt hat sie mir plötzlich die Frage aller Fragen gestellt. Ich habe dann ganz spontan geantwortet und gesagt, na, weil ich mit dir zusammen sein will. Und sie hat ganz schnell geantwortet und triumphierend gesagt, ja, und ich will leben, weil ich die Pferde sehen will. Und darüber hat sie sich dann selber so gefreut über ihre eigene Antwort, dass sie gelacht hat und dann gleich weitergefragt hat und gesagt hat, und warum willst du noch leben? Naja, habe ich dann so spontan gesagt, weil ich in den Bergen wandern gehen kann. Und sie hat noch gesagt, ja, und ich will leben, weil ich dann im Streichelzoo die Tiere streicheln kann. Und dann hat sie wieder gefragt, ja, und warum willst du noch leben? Und das war dann wie ein Spiel, in dem wir immer neue Gründe für das Leben gefunden haben. Die Familie und die Freunde, der Frühling und der Schnee, die Ponys und die Hunde, die Freundinnen und die Kuscheltiere, der Sonnenaufgang und die Sterne. Es ist nicht möglich, auf eine einfache Formel zu bringen, was das Leben lebenswert macht. Aber in diesem Gespräch, da hat sich ein Zugang zum Leben gezeigt, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Und diesen Zugang zum Leben, das so viel Schönes bieten kann, möchte auch ich Ihnen jetzt mitgeben. Mit in ein neues Jahr, für das ich Ihnen alles erdenklich Gute wünsche. Wegen des Feiertags am 6. Jänner und des Weißen Rings am 13.01. hören wir uns, wenn Sie wollen, am 20. Jänner wieder. Würde mich freuen.